Jo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren LS15 Modvorstellung Nummer 66. Ja, leider ein bisschen verspätet und in dem Sinne auch keine richtige Modvorstellung, sondern nur ein Pack-Update quasi. Und ich sehe das schon hier vor mir von dem Kotte Universal Fass Pack, wenn man das so nennt, gibt es die V2.5. Und ja, die beinhaltet zwei neue Sachen, die ihr vor mir seht. Und bevor wir hier ins Detail gehen, fangen wir da an, wo logischerweise immer alles beginnt, beim Händler, quasi im Shop. Gehen Kategorie Mods, Universalfässer, hat jetzt seit dem letzten Update eine eigene Kategorie bekommen, was ich sehr, sehr nice finde. Und ja, Universalfässer, klicken wir mal drauf und wir haben hier, jetzt scroll ich dann den Anfang, Kotte Universal Mini, das ist jetzt nämlich neu. Also der große ist ein Tridem, Tandem und hier ein Einachs Universalfass. Genau, benötigte Leistung 50 PS, Kapazität 10.000 Liter. Das ist nicht viel, ist ja auch ein Einachsfass. Sprich, für den kleinen Landwirt absolut empfehlenswert quasi. Multicolor, man sieht hier das Logo, auch wirklich, ich habe es vorhin beim Kauf gesehen. Farbauswahl, absolut top. Fruchtarten, ja, das ist Gülle, genau. Wasser, Milch, Flüssigdünger und Diesel. So, und eben das die zweite neue Gerätschaft ist eben ein Tank, der auch transportierbar ist. Also das ist so ein Tank mit einer eigenen Achse. Und ihr seht hier selber schon, der hat eine Kapazität von 100.000 Liter. Hier steht es nochmal in der Beschreibung, was ja wirklich eigentlich gigantisch ist, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Weil das jetzt selber das größte Tridem-Fass ist fast 30.000, also man kann jetzt sozusagen etwas mehr als dreimal hier reinfüllen. Das Fass ist eben so als Feldrandcontainer gedacht oder halt, keine Ahnung, irgendwo bei einem zweiten Betrieb zum Abstellen, so als Zwischenlager, wie auch immer. Der Einsatz ist ja individuell und ja, zum Transportieren im leeren Zustand wohlgemerkt. Benötigt man auch nur 50 PS. Ja, Fruchtarten sind dieselben und eben hier eine kurze Beschreibung noch. Ist ein mobiler Lagertank und einsetzt zum Lagern von Gasen oder Flüssigkeiten, bla bla bla. 100.000 Liter etc. pp. Ja, die Tankfunktion ist hier eben gegeben auch. Dieseltankfunktion für Fahrzeuge, wie hier schon so schön und kurz steht. Also sprich, hier kann man auch 100.000 Liter Diesel auf einem großen Feld am Rande hin platzieren und hat man wirklich einen Drescher, der absolut viel Sprit braucht, dann kann man den hier wieder ganz easy auffüllen. Ja, die Tankfunktion funktioniert aber eigentlich auch bei allen anderen auch, wenn ich mich nicht täusche. Sollte ich mich täuschen, schlagt mich, weil alle anderen fassen auch Diesel, also müssen die auch fast dieselbe Funktion haben. Bei dem ist natürlich ein bisschen schöner, sage ich mal. Ja, das ist halt Geschmackssache. Auch eben wieder Multicolor. So, aus dem Shop gehen wir mal raus und wir nehmen uns das mal ein bisschen unter die Lupe. Das Pack-Update kam schon anfangs der Woche. Nochmal jetzt kurz als Information. Da wollte ich auch schon was machen. Allerdings wurde die Aufnahme leider nichts. Jetzt nehme ich das zum zweiten Mal auf. Und ja, hatte dann ein bisschen zu tun und hatte auch Stress. Musste im Studio neue Elemente verbauen. Da habe ich wieder was bestellt. Und ja, auch am PC diverse Arbeiten, weil ich an ein bisschen was Neuem arbeite für meinen YouTube-Kanal. Mehr dazu kommt später, also nicht mehr in dem Video, in einem anderen Video. Deswegen kommt das Video erst jetzt. Ja, Textur, dass wir zurück zum Thema kommen, wollte ich nur mal kurz anmerken. Standard LS15, also der klassische Glanzeffekt, nicht so viel. Ich hatte schon Mods, die hatten viel, viel mehr Glanzeffekt, wo man wirklich, ja, das war schon fast eine Spiegelfläche. Mir persönlich gefällt ja der Glanz gar nicht, unter Anführungszeichen, ganz leicht, vielleicht dezent, darf es ja sein, aber ansonsten mehr schon nicht. Kann man hier rauf? Ich weiß es nicht, nein, kann man nicht. Ja, wie gesagt, hier eine schöne Anzeige, das darf man mal 10.000 rechnen, dann hat man auch die Füllmenge. Ja, stimmt das? Naja, wenn das ganz voll ist, dann wären das 300.000, das gibt es aber auch nicht. 30 mal 10.000 ist 300.000. Dann dürfte der Zeiger eigentlich nur bis 10 gehen. Keine Ahnung. Den Funktionstest lasse ich diesmal weg oder aus.
weil ja es nun Update ist und ich euch praktisch den Spaß daran nicht nehmen will und überlasse das euch, weil Funktionen habe ich ja schon mal erläutert im anderen Video. Das könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ich versuche euch den Link in der Videobeschreibung zu packen, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es das auch zu sehen. Ja, hier auch mit der. Also hier kann man auch seitlich das ankoppeln mit dem Schlauch quasi. Auch von oben mit so einem Arm. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Von dem Xerion Pack würde ich jetzt mal behaupten, funktioniert das auch. Wenn es schon hat, die Funktion. Hier wurde ja genau hingesehen. Zusätzlich wurde ja nicht nur eben die zwei Fahrzeuge hinzugefügt, sondern eben auch funktionstechnisch wurde so viel geändert. Das habe ich übersehen in meiner Modvorstellung zum ganzen Pack, dass immer bei den Fahrzeugen ein Dieselsymbol quasi auf der Map vorhanden war, eben wo halt das jeweilige Fass stand. Das wurde behoben bzw. entfernt, weil das muss ja nicht sein, man hat da nicht immer Diesel drinnen. Und zusätzlich wurde noch das behoben. Die Räder lassen sich ja wechseln und das wurde nicht mitgespeichert. Das hat sich jetzt auch geändert, sprich das Game, das ich sagen kann, speichert auch den Räderwechsel. Also dass beim nächsten Einstieg auch die Räder dran sind, die mal montiert wurden. Ja, ich sehe gerade bei der Uhr, die sind bei allen Fässern verbaut. Ah, hier ist mal 1000. Das macht Sinn. Aber da dürfte es auch nur bis 10 gehen, wenn du mich fragst. Ich weiß gar nicht. Aber irgendwie schon eigentlich, oder nicht? Ah, naja, ich lasse das jetzt ein bisschen mal so im Raum stehen, die Frage. Der letzte Check, Log. Ja, die Log ist nicht ganz fehlerfrei, aber das ist nur eine Warning bezüglich eines ungültigen Fill-Type, und zwar Biogas. Das hängt damit zusammen, also meiner Fachkenntnis nach, wenn man das Fachkenntnis nennen darf, dass im Biogas sonst im Anhänger verbaut ist. Aber bei mir auf der Map nirgendwo verbaut ist als Fill-Type. Deswegen erkennt er das nicht. Wenn ich mich jetzt nicht täuschte. Oder war es irgendwie umgekehrt? Nein, umgekehrt wäre unlogisch. Weil ja, ist jetzt selber der Pfad auf das Kotte-Pack zurückzuführen ist. Beim Mini und beim MST, also bei dem Container. Invalid Fill-Type Biogas. Ja, das mit dem Fill-Type ist nicht tragisch. Weil ja, das ist nur ein Warning, ein Hinweis, hat keinen Einfluss auf das Spiel und auf die Leistung. Und ja, an der Stelle hätten wir es eigentlich auch schon wieder geschafft. Und ich wünsche euch mit dem Pack und dem Pack-Update ganz, ganz viel Spaß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das. Jetzt kommt wieder die Abschlussrede, oh mein Gott. Lasst einen Daumen nach oben da. Im besten Fall abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich habe ein paar feine Projekte quasi im Kopf und die dann auch spätestens mit 2016 an den Start gehen. Ja, und in dem Sinne bis zum nächsten Let's Play, was übrigens auch überfällig ist. Aber ja, momentan ist die Zeit ein sehr kostbares Gut bei mir. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss, ciao und bye bye.